Na, ich finde eher den Weg der Bundesregierung, also am 5. März bereits alles zu öffnen, im Wesentlichen mit einigen wenigen Ausnahmen, ich finde eher diesen Weg gewagt. Naja, wir haben heute eine der höchsten Neuinfektionszahlen in der letzten Zeit. Klar, es ist Mittwoch. Wir wissen, am Mittwoch haben wir immer den Tageshöchstwert in der jeweiligen Woche. Ne, aber trotzdem, ja. Ich meine, 38.000 ist schon heftig. Und an diesem Tag wird verkündet, dass nur 2,5 Wochen später wir alles sein und fallen lassen. Und wir brauchen keinen grünen Pass. Wir brauchen nichts mehr dann am 5. März. Und das ist in 2,5 Wochen. Und das halte ich schon für ein klein bisschen gewagt. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da alle GECKO-Mitglieder das auch so vorgeschlagen haben. Ja gut, was da politisch dahinter steckt, da gibt es sicherlich einige Gründe, aber darüber werden wir jetzt nicht sprechen. Wir fokussieren uns jetzt eben auf die gesundheitlichen Aspekte. Ich habe da gehört, ein kritischer Journalist hat gemeint, ja, man will eben jetzt wirklich, dass alle durchseucht werden. Das hat der Katharina Reich schon vor einigen Wochen mal angekündigt, dass das bei Omikron passieren wird. Jetzt ist es ja offensichtlich wirklich so, oder wie sehen Sie das? Naja, aber wie ihr die Frage heute nach der Pressekonferenz, also bei der Pressekonferenz nach den Statements gestellt wurde, hat sie nichts drauf gesagt. Ja. Also zumindest offiziell ist das nicht ihre Meinung. Offiziell nicht, aber ja. Inoffiziell, wenn Sie das interpretieren, was man hier tut. Naja, nicht. Ich meine, wir sollen halt insofern, also ich bin ja auch für Öffnungen und die Öffnungen werden möglich sein. Ja? Aber wenn es eine Woche später wären, dann hätte ich eher ein besseres Gefühl, weil ja, also es beruht jetzt alles auf den Prognosen, aber die Prognosen haben auch nicht immer gestimmt. Also zum Beispiel für den heutigen Tag waren schon deutlich niedrigere Fallzahlen vorhergesagt. Und wir haben nach wie vor, wir wissen nicht, wie uns diese BA2-Untervariante da noch, ja, wie sehr die noch stört. Und ob nicht in den heutigen Zahlen da schon die etwas mitspielt, die ist ansteckender. Daher können wir einen vielleicht kleinen weiteren Peak oder eine etwas verlängerte Omikron-Welle erwarten. Also das ist nach wie vor noch ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Vielleicht. Und dann zu sagen, in 2,5 Wochen braucht man nichts mehr. Im Übrigen dann das Impfpflichtgesetz, also irgendwie die Logik entzieht sich mir, das wäre wie das zusammenpasst. Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, aber vielleicht auch jetzt noch für die Zuseher. Also es soll ja jetzt, und das wurde auch in Wien jetzt bei der Wiener Pressekonferenz so argumentiert, diese BA2-Variante, die soll jetzt irgendwie dominierend werden ab nächster Woche. Also Sie sehen das jetzt auch so, dass sich das jetzt schon langsam zeigt und die ist noch ansteckender. Die ist noch ansteckender, das heißt, da können wir durchaus, sie ist nicht gefährlicher, was schwereres Krankheitsbild betrifft, das haben wir auch aus Dänemark gesehen, aber sie ist ansteckender, wir können unter Umständen mit höheren Fallzahlen rechnen oder eben, dass diese Omikron-Welle noch vielleicht sich um eine Woche oder so verlängert. Ja. Nicht? Also das wäre möglich und das sollte man halt schon ein bisschen einplanen. Ja, ich verstehe schon, draußen ist es ja frühlingshaftes Wetter, alles, also wir, klar, jeder will ja aus Ende, wir wollen wieder alle unsere Freiheiten haben, aber wie gesagt, mit Maß und Ziel und wenn wir das eine Woche später hätten, dann wäre das wahrscheinlich, wären wir da auf der sichereren Seite, aber schauen wir mal, vielleicht haben wir ja Glück. Genau, also Wien hat ja damit argumentiert, also das ist also Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, aber war wahrscheinlich, ist Ihnen der Bund dann sozusagen zu locker, Wien vielleicht zu streng, weil das mit 2G dann auch noch ab 5. März brauchen in der Gastro? Also 2G, normale Gastro, habe ich schon an dieser Stelle vor einer Woche oder so gesagt, das halte ich nach wie vor für zu streng. Ja. Das ist meiner Ansicht nach nicht notwendig. Aber jetzt mit Samstag wird ja dann 3G eingeführt in der Gastro, im Bund zumindest, also überall, bei körpernahen Dienstleistern, bei Sportstätten, Veranstaltungen, bei der Einreise auch, außer sind Virusvariantengebiete und in Seilbahnen, bei Ausflugsschiffen, bei Messen, also überall eigentlich 3G. Das sollte man vielleicht Ihrer Meinung nach dann ein bisschen länger behalten, statt dem 5. März. Das wäre eine
akzeptable Möglichkeit, wo wir doch Infektionen detektieren würden, weil es dann doch Tests braucht, also bei den Ungeimpften. Und also das würde meiner Ansicht nach Sinn machen, wenn wir das etwas verlängern würden und den großen Freedom Day halt vielleicht eine Woche später feiern. Aber lassen wir alles mal auf uns zukommen, schauen wir einfach, wie sich die Zahlen entwickeln. Vielleicht ja, läuft ja alles gut und in die richtige Richtung. Und schneller in die richtige Richtung, als ich es glaube. Ja, das ist natürlich alles möglich. In Deutschland soll es erst am 20. März soweit sein. Also da ist man ohnehin dann ein bisschen langsamer. Aber da wissen wir jetzt auch nicht so genau, wie die Situation dort jetzt ist. Allerdings in Österreich, das Testregime, das soll jetzt noch bis 31. März soll das bleiben, dass es kostenpflichtig, kostenfrei ist, der kostenfrei ist. Ist das Ihrer Meinung nach auch gut, dass dann weiter überall getestet wird, auch in Betrieben, oder sollten das nur noch die Schulen machen? Die Krankenhäuser und Altenheime müssen es ja eh dann weiterhin. Nein, es war ja vorgesehen von vornherein, also dass bis 31. März das Testregime, so wie es derzeit ist, weitergeführt wird. Aber es ist auch ganz klar angeklungen, und da bin ich bei der Bundesregierung, dass danach das Testregime, also vorher schon evaluiert werden soll, und dass wir da ändern müssen. Also Symptomlose werden wir nicht mehr testen brauchen, und wenn wir nicht mehr testen brauchen, dann brauchen sie auch nicht mehr in Quarantäne, weil dann wissen wir ja gar nicht, ob die positiv sind oder nicht. Also Konzentration auf symptomatische und auf die vulnerablen Bereiche, also Spitalsbereich, Alten- und Pflegebereich und kritische Infrastruktur. Also darauf sollten wir dann die Tests legen. Und das wird sicher ab 1. April kommen. Ob die Tests für Ungeimpfte dann kostenpflichtig werden oder nicht, das ist eine rein politische Frage. Das ist dem Virologen egal. Genau. Aber wenn es dann eben keine Gs mehr gibt, wird das wahrscheinlich dann auch nicht so stark mehr in Anspruch genommen werden. Genau. Jetzt auch eine Frage noch zur Impfpflicht, weil, wie gesagt, da hält man jetzt immer noch offiziell dran fest. Allerdings sagt auch der Wiener Bürgermeister, er sagt nämlich ganz genau, der Sinn einer Impfpflicht und gleichzeitiger 3G-Regel gehe ihm nicht ein. Das kann er nicht nachvollziehen. Bin ich voll bei ihm. Ja. Und in weiterer Folge dann ja überhaupt. Also es gibt keinen grünen Pass, es gibt keine Gs mehr ab 5. März. Und das ist dann meiner Ansicht nach eine noch ärgere Diskrepanz zwischen Impfpflicht mit Bestrafung oder zumindest mit Strafandrohung und völligen Lockerungen. Ja. Also ich bin, ist mir schon klar, ja, also die Regierung will das jetzt auf dieses Expertengremium abwälzen. Dass der entscheidet. Dass er nicht einmal noch eingesetzt ist. Ja, also noch immer nicht, obgleich ohnehin diesbezüglich schon seit längerer Zeit Kritik aufgekommen ist. Aber es ist auch ganz klar an der Pressekonferenz heute kommuniziert worden, bis es an Strafen geht bei der Impfpflicht, also sprich bis zum 15. März, muss dieses Expertengremium einen Vorschlag unterbreitet haben. Und davon gehe ich auch aus, dass das passiert.